Jo, hallo und Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Oberkommando. Wir spielen Civilization 5 und wir möchten einen Kultursieg mit unseren Brasilianern hier einfahren. Das letzte Mal haben wir ja den Louvre vollendet und jetzt fehlt uns noch irgendwie ein Artefakt einer anderen Zivilisation aus einem anderen Zeitalter, damit wir den Bonus vom Louvre bekommen können. Und ja, hoffen wir mal, dass das jetzt dann irgendwann passiert. Das bekommen wir einfach, indem wir ein bisschen rumbuddeln mit unseren Archäologen. Aber das sind jetzt gerade noch ein paar in Produktion. Hier sehe ich gerade, haben wir noch einen Musiker, den können wir noch nicht einsetzen, leider. Und ansonsten würde ich in Sao Paulo eigentlich fast wieder ein Wunder bauen. Ich weiß nicht, in Broadway. Ich würde sagen, erstmal den Eiffelturm. Und dann den Broadway. Und das hat natürlich gleich wieder Priorität. Eiffelturm, Broadway. Und fertig. Archäologen können wir ja auch noch in anderen Städten errichten. Aber die Plätze für diese Kunstwerke zu schaffen, hat jetzt erstmal Priorität. So, du schläfst dann einfach ein bisschen und sammelst ein paar Gedanken für neue tolle Musikwerke. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir hier gleich ins Spiel und gehen in die nächste Runde. Min vän, det är min övertygelse att denna uppgörelse kan gagna både mitt och ert folk. Genau, lieber Gustav Adolf, du möchtest diesen Deal erneuern. Das machen wir doch gerne. Oh, Dido ist böse, dass wir innerhalb ihrer Grenzen nach Artefakten gebuddelt haben. Okay, wir entschuldigen uns mal, weil ich glaube, bei ihr gibt es sowieso nichts mehr zu holen. Genau. Und ein großer Schriftsteller. Ah ja, jetzt können wir... hier ist jetzt unser General angekommen und ich hatte ja spekuliert, dass wir hier jetzt einfach unsere Zitadelle gründen können. Damit der Pocatello keinen Zugang zu diesem Aluminium hat. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach mal, denn eigentlich haben wir ja noch Frieden. Also, ich riskiere es jetzt mal. Tja. Er sagt, dass es Konsequenzen haben wird, aber er wehrt sich halt nicht. Das ist sehr nice. Und dann können wir gleich mal hier so ein bisschen mit unseren Truppen nachrücken. Ja, Schriftsteller. Aber wir haben immer noch keinen Platz. Und wir haben schon zwei Musiker und einen Schriftsteller. Da müssen wir jetzt echt mal gucken, dass wir dann langsam hier ein bisschen in die Pötte kommen. So, und du gehst dann noch hierhin, würde ich sagen. Und jetzt haben wir uns hier ein bisschen was von seinem Gebiet angeeignet, eben hier auch dieses sehr wertvolle Aluminium. Tja, lieber Pocatello. Und das ist halt jetzt hier auch praktisch, denn im Notfall können wir auch diese Stadt direkt von unserem Gebiet aus mit Belagerungswaffen beschießen. Tja, das stinkt dem Pocatello jetzt, aber er hat ja angefangen, ne? So, jetzt können wir eine Ideologie wählen, endlich. Und es ist die Frage... Was bringt uns am meisten für den Kultursieg? Ah ja, die sind offensichtlich alle drei gut geeignet für den Kultursieg. Es ist halt immer jetzt die Frage, was man möchte, ne? Man kann jetzt in den anderen zur Konkurrenz treten oder man kann sich ihnen anschließen. Es gibt dann natürlich wieder so ein paar Boni. Beziehungsweise, ich glaube, ach, gibt's hier keinen Bonus für gemeinsame Ideologien? Dachte ich eigentlich, aber offensichtlich habe ich mich da getäuscht. Tja, dann schaue ich mal, was es hier einfach so gibt, was mir am meisten bringt. Ein Kultur durch jedes große Werk, aber keine, okay, das ist doof, wir wollen ja Tourismus. Ein Unterhalt. Und dumm, dumm.
Ah ja, hier steht plus 34% Tourismus generiert von Städten mit einem Funkturm. Das ist sicherlich cool. Was bringt mir denn Autokratie? Okay, gemeinsamen Feind bekämpfen. Das wollen wir eigentlich nicht. Oh, das ist natürlich geil. Plus 250 Tourismus mit allen bekannten Zivilisationen, wenn ein großer Schriftsteller, Künstler oder Musiker geboren wird. 250, das ist ziemlich viel, glaube ich. Und das kriegt man auch ziemlich früh. Jetzt schaue ich mal. 250. Ja, gut. Wir müssen noch ganz schön viel aufholen. Aber 250 ist ein ordentlicher Batzen. Also das würde ich momentan präferieren gegenüber Freiheit. Jetzt schon mal was Ordnung zu bieten hat. Hier jetzt nichts direkt. Hier plus 34 für andere mit Ordnung. Okay. Und plus 34% Tourismus für Zivilisationen, die weniger Zufriedenheit haben. Ja, das ist halt auch eine Sache. Das muss man erstmal schaffen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal zur Autokratie tendieren und führe das auch ein. So, also die Brasilianer sind jetzt ein autokratisches Regime. Harhar. Und dann können wir jetzt hier eigentlich gleich das hier einführen, den Futurismus. Und jedes Mal, wenn jetzt hier eben irgend so ein großer Künstler oder was auch immer geboren wird, bekommen wir plus 250 Tourismus bei allen Zivilisationen, was sehr, sehr cool ist. So. Und dann. Genau. Oh, Sao Paulo wächst jetzt nicht mehr. Das gefällt mir eigentlich nicht. Ach doch, wächst doch. Ah, jetzt plötzlich, okay, war offensichtlich ein kleiner Bug. Ansonsten passt alles soweit und wir können in die nächste Runde gehen. Beziehungsweise, Moment, oder soll ich den vielleicht? Ich glaube, ich stelle den da runter und den dann lieber da hoch. So. Hier unten hat er so mehr Truppen stationiert. Okay, und jetzt aber nächste Runde. Und Katharina hat Chaka den Krieg erklärt. Genau, die freut sich, Dido, dass wir für ihren Vorschlag abgestimmt haben. Und die wundervollsten Völker der Welt. Das müssen die Anzahl der Weltwunder sein. Das sind wir jetzt auf Platz 4 mit 5, aber wir haben jetzt erst eigentlich vor ein paar Folgen so richtig damit angefangen, Weltwunder zu bauen, auch erfolgreich abzuschließen vor allem, ja. Und deshalb bin ich da ganz optimistisch, dass wir da noch ein bisschen nach oben steigen in dieser Tabelle. Aus schlechtem Stahl wurde noch nie ein gutes Messer gefertigt. Benjamin Franklin, wir haben Metallverarbeitung entdeckt. Das heißt, wir können jetzt Lanciere bauen, ein Arsenal errichten und das rote Fort. So, du bleibst hier. Du. Gehst dahin, du gehst dahin. Du gehst in Bereitschaft. Und du schläfst. Genau, und das hier müssen wir jetzt mit Dido erneuern. Dom. Oh, können wir Hab nicht. schon Schamasan. Die hat es schon weggehandelt, offensichtlich. Das ist doof. Dann, was machen wir da jetzt? Mit wem können wir noch was handeln? Mit Gustav Adolf. Ah, okay, aber der will das Ja, nicht. willkommen. Shaka. Aber Shaka kann eigentlich niemand leiden. Bayerte. Naja, gut. In der Not Kommissar. frisst der Teufel fliegen. Vorschlag ist annehmbar. Okay. Sehr gut. Und dann gehen wir in die nächste Runde wieder. Ah ja. Gustav Adolf beglückwünscht uns, dass wir jetzt auch ein Autokrat sind. Ja, mein kleiner diktatorischer Freund. Das haben wir natürlich gerne gemacht. Ich hoffe auch, gute Zusammenarbeit und mögen wir die Weltherrschaft an uns reißen. So. Und Dido hat Frieden geschlossen mit einem Stadtstaat. Und wir feiern Karneval. Yay!
Das heißt, unser Tourismus-Output bekommt jetzt wieder einen wahnsinnigen Bonus. Yeah, geil. So, diese 8 Runden können wir jetzt wieder quasi nutzen, um hier unseren Einfluss weiter auszubauen. Das ist hier jetzt schon ziemlich krass. Guck mal hier, pro Runde plus 149. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und wir können noch eine Politik einführen. Okay, jetzt müssen wir halt mal gucken. Plus ein Gold von Wissenschaftsgebäuden. Erhöht den Wissenschafts... Okay, das brauchen wir jetzt eigentlich. Was gibt's denn, wenn man das voll Technologie gewährt? Okay. Handelsposten. Das wäre nicht schlecht. Und ideologisch, gibt's da noch irgendwas, was wir brauchen könnten? Gewähren doppelt so oft Goldkosten für den Kauf von Einheiten. Mhm. Okay, und Stufe 2. Kann man das jetzt nicht mehr nachgucken? Skandal. Schade, ich dachte, das könnten wir jetzt vielleicht nochmal nachgucken. Ich habe nämlich schon wieder vergessen, was es hier eigentlich gibt. Oder vielleicht doch lieber... Also das hätte ich eigentlich noch gerne. Deswegen führen wir jetzt noch den Humanismus ein. Dann gehen wir noch hier hin. Und dann konzentrieren wir uns mehr auf die Ideologie. So, und du gehst jetzt dahin. Und du gehst dahin. Du bist jetzt hier fertig. Das ist schön. Dann kannst du jetzt mal anfangen. Da, wo es möglich ist... Genau. Aluminium abzubauen. Okay. Freundschaftserklärung mit Russland ist abgelaufen. Die möchte ich natürlich gerne erneuern. Okay, sie ist jetzt ein bisschen böse, weil wir eben nicht ihr gefolgt sind, was die Ideologie angeht. Ach halt, falsch. Wir sprechen. Ja, jetzt sind wir wieder befreundet. Sehr schön. Und dann geht's weiter. So. Du gehst auch in Bereitschaft. Du baust hier auch nochmal einen Handelsposten. Ah ja, und jetzt haben wir hier einen Frachter. Oh, verdammt, ich komme gar nicht rüber. Das ist jetzt doof. Aber ich glaube, zu den Shoshonen haben wir auch noch einen Handelsweg gebraucht. Deswegen gehst du mal nach Akaidika. So. Genau. Und dann sollte auch irgendwann mal hier der Hafen dann produziert werden. Ich glaube, den ziehe ich einfach vor. Dann hoffe ich, dass wir auch mal an den anderen Kontinent irgendwie rankommen. Das wäre sehr hilfreich. So. Und nächste Runde. Okay. Und Gustav Adolf hat Pocatello den Krieg erklärt. Das ist natürlich schön. Möchte der jetzt hier tatsächlich so eine Seeinvasion machen? Na gut, allzu weit weg ist er ja nicht, ne? Halt, warum komme ich jetzt hier nicht rechts rüber? Na gut, egal. Oh ja, der hat hier ordentlich Truppen versammelt. Aber gut, soll uns nicht stören. Sollen sich die anderen ruhig die Köpfe einschlagen. Wir gucken eher, dass das hier läuft. Und das läuft eigentlich ganz gut, denke ich mal. Und Pocatello hat Chaka den Krieg erklärt. Ja. Ja, liebe Käthe, das machen wir natürlich wieder. Er möchte jetzt offene Grenzen. Vielleicht möchte er jetzt mit seinen Truppen durchmarschieren. Es ist nur gut, dass der Krieg so schrecklich ist. Sonst würden wir vielleicht noch Gefallen an ihm finden. Ja, mal wieder ein sehr gutes Zitat, finde ich. Robert E. Lee. Wir haben den Drall entdeckt und wir können jetzt Schützen bauen. So, also Pocatello Krieg, die haben Frieden. Aha, aha.
Friedensvertrag mit Riga wurde beendet. Achso, jetzt ist unser Friedensvertrag mit Pocatello beendet. Das heißt, er könnte uns jetzt den Krieg erklären. Aber ich glaube, der ist jetzt ganz gut mit den Schweden ausgelastet. Hoffe ich zumindest mal. Nichtsdestotrotz können wir natürlich unser Gold mal nutzen, um ein paar Einheiten aufzuwerten. Boah, ist das teuer, jetzt mal ohne Scheiß. Wahnsinn. So, und nächste Runde. Как тебе понравится, если я предложу такой обмен? Ah, okay. Sie möchte jetzt also wieder unser Verteidigungsbündnis erneuern. Mache ich natürlich gerne. Damit keiner auf dumme Gedanken kommt. So. Du bist hier. Jetzt ist wieder ein Archäologe fertig. Ob ich mal bei der Kete gucken soll, ob man da buddeln kann. Ich glaube, ich schicke den einfach mal dahin. Dann soll der mal ein bisschen da hinten noch erkunden. Besser, bevor wir wieder bei uns anfangen, Sachen auszugraben. Und wir gehen in die nächste Runde. Okay. Dann kannst du hier unten ein Sägewerk bauen. Sonst ist nichts passiert. Gut, dann gehen wir gleich weiter. Ah ne, du bist schon hier. Das ging aber schnell. So, dann schau doch mal, ob es hier irgendwas gibt. Jetzt aber. Ja, gerne, Shaka. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch damit antut, dadurch, dass ihr mir die offenen Grenzen anbietet. So, und unser Bautrupp ist jetzt hier. Der kann jetzt hier das Aluminium abbauen. Ah, okay. So, haben wir jetzt hier irgendwas Interessantes aufgedeckt? Nein, sieht nicht so aus. Aber vielleicht ist hier oben noch irgendwas, wo wir rumbuddeln können. So. Du baust hier ein Sägewerk. Sehr schön. Und weiter geht's. Zwei Runden ist der Karneval leider auch schon wieder vorbei. Oh. Die auf Maschinen basierende Industrialisierung, die schon jetzt als Merkmal unserer Zeit genannt wird, ist nur ein Aspekt der Revolution, die von der Technologie vollzogen wird. Emily Green Balch. Wir haben die Industrialisierung entdeckt, das heißt, wir können jetzt eine Gatling-Kanone bauen. Das ist eine sehr mächtige Verteidigungswaffe, wie ich finde. Wir können eine Fabrik errichten, den Big Ben, und wir sehen, ob wir Kohle haben. Oh, und die Kete ist offensichtlich unzufrieden, also die Bevölkerung, deswegen spawnen hier Barbaren. Und wir haben leider keine Kohle im Land. Das ist natürlich ein bisschen bescheiden. Wäre natürlich schon cool gewesen, wenn wir Fabriken hätten bauen können. Das ist jetzt doof. Aber, ja, ich würde sagen, gerade noch vielleicht noch so zu verschmerzen. Kein Aluminium ist schlimmer in Civ, weil man dann eben diese ganzen mächtigen Militäreinheiten wie Panzer und so nicht bekommt. So, jetzt ziehen wir mal hier so ein bisschen rum. Aha. Da ist Jaroslavl. Okay. Und nächste Runde. Ja, das ist ein bisschen viel gefordert für ein Forschungsabkommen, liebe Dido. Das mache ich nicht. Kysil ist in Ehrfurcht vor uns. Ah, okay. Sind wir mit Kysil befreundet? Das ist doch hübsch. So, gucken wir mal, was hier oben so ist. Aha, da ist die Katharinenburg. Aber leider keine Altertumsstätte zum Buddeln. Und der Karneval ist wieder vorbei. Aber ich stelle erfreut fest, dass wir trotzdem noch im Plus sind, was das Gold angeht. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich mal wieder ein bisschen Einheiten modernisieren. Auch wenn das echt schweineteuer ist.
So. Und nächste Runde. Und Pocatello hat wieder Frieden geschlossen mit Gustav Adolf. Das war ein schneller Krieg. So, Bereitschaft, Bereitschaft. Da ist eine Karawane fertig. Die ist vorher nach Rio gegangen. Das kann sie auch weiterhin tun. Und du findest hier nichts mehr. Okay, dann gehst du mal nach Jaroslawl. Ah, okay. Und jemand möchte die Kunstfinanzierung aufheben und ein anderer möchte ein Embargo gegen die Shoshonen. Finde ich beides sehr reizvoll, allerdings ist das mit der Kunstfinanzierung doch sehr, sehr wichtig für uns. Deswegen werden wir wohl da unsere Abgeordneten einsetzen. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir noch einmal in die nächste Runde, was da noch passiert. Und wir sehen, dass nicht viel passiert, außer dass wir unser Alu hier angeschlossen haben. Dann würde ich sagen, ziehe ich den noch schnell zum anderen Aluminiumvorkommen. Das ist da oben, oder hier zumindest. Na komm, geh zumindest mal dahin. Und du... Was machst du? Kannst hier mal eine Mine dann bauen. Dann wählen wir noch kurz eine Produktion für Salvador. Genau, mal ein Museum. Und eine Bank. Und dann darfst du mir noch ein paar Archäologen bauen. Und dann würde ich sagen, beende ich die Aufnahme für heute. Hoffe ich, hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und wir sehen uns einfach dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Oberkommando. Wir spielen Civilization 5 und wir feiern mit den Brasilianern Karneval am Zuckerhut. Macht's gut, bis bald und Servus.